Okay, euer Moderator Bindeschnisch, unser zweites Jahr für Firefall und unser Jahr bei der Gamescom. Und ich habe jetzt wieder den Matthias hier für ein Interview. Und meine erste Frage ist, was ist neu an Firefall dazugekommen in der Beta? In der Beta, wir haben jetzt letzten Monat, sind wir in die offene Beta gegangen, das heißt jeder, der spielen will, kann jetzt spielen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen die Server getestet, die Server verbessert, die Server stabiler gemacht. Das waren die Sachen, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Was neu dazu kommt, ist, dass wir den Spielern die Möglichkeit geben, neue Gebiete freizuschalten. Das ist die Stufe 2, an der wir jetzt momentan arbeiten. Das heißt, Spieler haben die Möglichkeit, neue Gebiete freizudrücken, die Meldung zurückzupushen und gegen die Chosen zu kämpfen. Gut, es gibt auch neue Fahrzeuge und Waffen, wie ich gesehen habe. Wie ist jetzt das Verhältnis zu Pay-to-Win und Free-to-Play geworden? Hat man da mehr Ausgleich geschaffen, dass man sagen kann, ich kann als Free-to-Play jetzt noch mehr Sachen freischalten und die Bilanz zum Kaufstadium wurde ein bisschen runtergedrückt oder hat sich das beibehalten zum Anfang des Spiels? Also es ist genauso, dass man, egal was man kaufen kann, man kann alles auch spielen. Es gibt nichts, was man sozusagen exklusiv kaufen kann, ohne dass man es nicht spielen kann. Die ganzen Waffen beispielsweise kann man alle, also die ganzen Waffen kann man herstellen und wenn man zum Beispiel jetzt nicht eine Stunde warten will, kann man Geld bezahlen, um die Waffe sofort zu bekommen. Das sind so die Sachen, die wir momentan bezahlen. Aber wenn du genug Zeit hast und du hast ja zwei Slots zum Bauen, das ist kein Problem, du kannst ja zwei Sachen gleichzeitig bauen, wartet halt ein bisschen länger. Okay. Wie sieht denn der Multiplayer im Moment aus? Gibt es da neue Modis drin oder ist es noch immer dasselbe Arena-Shooter-Gaming, Team-Deathmatch und so weiter? Ist das gleich geblieben? Genau, wir haben jetzt was ganz Neues und zwar Jetball. Das ist vor zwei Monaten rausgekommen und zwar wollen wir damit mehr in Richtung E-Sport gehen. Das heißt, es ist besser zum Zugucken, es ist mit mehr Taktiken. In der Mitte gibt es einen Spielball. Es gibt zwei Teams mit jeweils fünf Leuten. Jedes Team hat in ihrer Basis sozusagen zwei Tore, jeweils ein Tor. Und man muss versuchen, den Ball mit seinem Team hin und her zu passen und den Ball letztendlich entweder das Tor zu werfen oder das Tor zu tragen, was mehr Punkte gibt. Das Ganze ist in Drittel aufgeteilt und vor jedem Drittel kann man seine Ausrüstung wechseln. Während das Drittel läuft, kann man seine Ausrüstung nicht wechseln, was so viel heißt wie man muss die Taktik vorher absprechen und dann versuchen zu gewinnen. Sehr schön, also ich würde mal sagen, das war's von meiner Seite her. Sehr informativ, ich bedanke mich. Danke mich. Wir sehen uns noch, bis später. Okay, euer Moderator bin ich nicht und wie beim letzten Jahr ist diesmal Knochen bei uns. Wie geht's dir? Was hast du erlebt mit 99 Damage? Was hast du in diesem ganzen Jahr gemacht? Ja, erstmal geht's mir ganz gut. Die Stimme, wie jede Gamescom, natürlich ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, letztes Mal bei unserem Video klang es ähnlich. Ja, 99 Damage, CSGO, Community-Webseite, läuft sehr, sehr gut. Wir sind jetzt auch bald ein Jahr alt. Von den Zahlen her und auch von der Reputation. Die Community ist sehr engagiert bei uns. Viele Pros auch auf unserer Seite, die sich da wohlfühlen. Und von daher ist es eine ganz gute Mischung und eine Seite, die sich halt jetzt über das Jahr hinweg etabliert hat. Gut, wird jetzt außer CSGO noch Tactical Interaction noch dazukommen? Ja, Tactical Intervention muss man gucken, ne, wie sie sich entwickelt. Also wir schließen nichts aus generell. 99 Damage kann immer eine Shooter-Seite werden oder ein Shooter-Portal, nicht nur auf CSGO ausgelegt. Bisher, wir hatten schon Trainer mit dabei, das Game hat sich nicht so durchgesetzt, von daher wurde der Bereich auch wieder geclosed. Aber wir sind immer von Neues und wenn Tactical Intervention sich durchsetzt und da gute Bahnen geht, dann sind wir auf jeden Fall auch, glaube ich, eine der ersten, die da mit dabei sind. Okay, letzte Frage. Wie sieht die Zukunft aus? Was plant ihr, was noch der Blog oder sonst wer nicht weiß? Wo ist der Insider-Tipp? Also wir haben jetzt erstmal wieder das Caster-Team aufgestockt. Wir sind jetzt insgesamt vier Leute im Caster-Team.
Was ich noch plane, ist so eine ordentliche Movie-Sektion, also Cutter, damit wir auch ein paar Flag-Movies, Highlight-Movies machen können. Das ist jetzt so das Nächste, was angegangen wird. Forum wollen wir natürlich noch ein bisschen weiter ausbauen und dann mal schauen, wie sich CSGO entwickelt, auch mit den Preisgeldern. Und dadurch, dass wir sehr eng mit Turnieren und Ligen auch zusammenarbeiten über die Cars, mit Profispielern, die auch auf unserer Seite sind, genauso auch wie mit der Community, sind wir da, glaube ich, immer relativ nah auch mit dabei und immer schnell mit an der Front. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich wünsche dir wieder mal viel Erfolg dabei, ein erfolgreiches Jahr. Ich sag bis später. You start to forget the things you should remember. It's been 10 years.